Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit einer Serie, die einfach nur legen. Wait for it. Der war How I Met Your Mother. War mit seinen 9 Staffeln für Millionen Fans rund um den Globus Freude pur. Und ich merke ehrlich gesagt bereits beim Sprechen dieser Worte, wie ich sofort wieder Bock habe, alle 9 Staffeln zu sehen, die 2014 zu Ende gingen. Ted, Lily, Marshall, Robin und Barney sind eine Kultklique und schon gegen Ende der Sitcom war oft von einem Spin-off die Rede. Für How I Met Your Dad wurde sogar ein Pilot produziert, der Versuch dann aber abgesägt und auch weitere Anläufe scheiterten. Nun ist die Idee aber beim Streaming-Anbieter Hulu gelandet und der hat direkt eine komplette Staffel bestellt. Der Titel lautet nun How I Met Your Father. Hilary Duff wird die Hauptrolle übernehmen, sowie ihrem Sohn erzählen, wie sie einst dessen Vater traf. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr Lust auf How I Met Your Father? Downton Abbey-Fans können sich freuen. Der erste Kinofilm zur Serie rund um Adel, Bedienstete, die Crawleys, Macht, Einfluss, Ruf und Ruhm hat 2019 zwar nur $194 Millionen eingespielt, was aber angesichts von Produktionskosten von nur $13 Millionen ein großer Erfolg ist. Und nun soll ein zweiter Kinofilm folgen. Der ist sogar schon in Produktion und soll noch dieses Jahr zu Weihnachten in die Kinos kommen. Mit von der Partie soll auch wieder Maggie Smith sein, um deren Figur man im ersten Film ja bangen musste. Kurzum, ich habe die Serie geliebt und freue mich auf ein erneutes Wiedersehen auf der Leinwand. Am 16. Dezember soll Spider-Man No Way Home in den Kinos starten und dass es sich dabei um ein Multiverse mit Tobey Maguire und Andrew Garfield als Rückkehrer in Spider-Man-Form neben Tom Holland handelt, ist zwar offiziell, wie so oft bei Marvel, nicht bestätigt, aber ein offenes Geheimnis. Entgegen aller sonstigen Geheimhaltungsregeln hat aber nun Alfred Molina in einem Interview mit Variety freigeplaudert und gesagt, dass er als genau der Doc Ock wiederkehren wird, den er bereits in Sam Raimis zweitem Spider-Man-Film gespielt hat. Direkt am Ende soll die Handlung von No Way Home anknüpfen, Molina digital verjüngt werden und jede Menge Action folgen. Ob Scar in König der Löwen, Jeremy Irons, Russell Crowe und viele, viele mehr. Thomas Fritsch war eine der bekanntesten, markantesten und einprägsamsten deutschen Stimmen. Am vorgestrigen Mittwoch ist er im Alter von 77 Jahren verstorben. Seine Stimme wird Millionen Menschen ihr Leben lang im Gedächtnis bleiben, sowie für immer Erinnerungen schaffen. Warner Brothers hat seine Kinostarttermine aktualisiert und somit soll Godzilla vs. Kong nun am 17. Juni in die deutschen Kinos kommen, genauso wie Tom and Jerry. Eine Woche später folgt dann Judas and the Black Messiah sowie am 1. Juli Conjuring 3. Für alle Mortal Kombat-Fans sieht es aber erstmal mau aus. Das brutale Aufeinandertreffen von Sub-Zero und Co. hat aktuell leider keinen deutschen Kinostarttermin. Momentan schließt Sony in den USA sehr interessante Deals ab. So sorgte zuletzt die Nachricht für Aufsehen, dass Netflix exklusiv als erste Plattform Sony-Titel nach Kinostart zeigen darf. Nun wurde offiziell bekannt, dass zusätzlich ein Deal mit Disney geschlossen wurde, das als zweites Zugriff auf die Filme haben soll, sowie bereits ab Sommer diesen Jahres auf Sonys Archiv. Das würde bedeuten, dass Disney Plus jede Menge neuer Titel bekäme, sowie dass das Marvel Cinematic Universe komplettiert werden könnte, da die Rechte an Spider-Man ja bei Sony liegen. Zunächst gilt das nur für die USA. Es wird aber vermutet, dass diese Regelung nach und nach auch für andere Regionen übernommen werden soll. Interessant, dass Sony entgegen vieler anderer nicht auf eine eigene Plattform, sondern auf Kooperation setzt. Und hier noch weitere Kurzfilm-News im Überblick. Die Dreharbeiten zu The Flash haben begonnen und nun ist auch offiziell bestätigt, dass Michael Keaton als Batman zurückkehren wird. Das war zuletzt ja wieder etwas ungewiss. Für alle Fans der After-Reihe wird nach Teil 3 und 4 im Kino nicht Schluss sein. Es soll auch die Geschichte möglicher Kinder von Tessa und Harden verfilmt werden, genauso wie ein Prequel rund um Hardens Geschichte, bevor er auf Tessa traf. Und beenden wir diese Folge Film News mit der Info, dass die Dreharbeiten zu Martin Scorseses neuem Film The Killer of the Flower Moon begonnen haben. Basierend auf einer Mordserie mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro ist das sicherlich eine Konstellation, die einen sehr spannenden Film ergeben dürfte. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.